Ich bin das Licht. Ich bin die Kraft. Ich bin das Feuer. Ich bringe die Veränderung, den neuen Weg für dich. Ich bin Shiva, das Licht der Erneuerung. So stehe ich vor dir und habe Ganesha in meinen Armen, um dich zu betrachten mit der größten Liebe des Universums, was je ein Lichtwesen für dich haben kann. Dieser Strahl der Liebe fließt zu dir und dieser Strahl durchleuchtet dein System. Er durchleuchtet dich und wenn du es zulässt, wird dieser Strahl das finden, was in seiner Struktur dir im Wege steht, was die hindernden Strukturen trägt, welche dich an alten Glaubenssätzen des Mangels festhalten. So ist heute der Tag der Erneuerung, der Kräftigung und der Freude für dich, denn diese Momente, in denen ich zu dir spreche, sind getragen von der transformierenden Energie von Shiva. Und wenn du den Mut hast, dann gebe dich hin, gebe dich diesen Energien hin, denn sie bringen dich in die Energie der neuen Zeit, in die Energie des neuen Beginns. Denn für jeden Menschen auf der Erde ist die Fülle vorgesehen. Es ist die Fülle auf allen Ebenen und sie beginnt in deinem Herzen, da, wo deine Seele wohnt. Und so sende ich Shiva, den großen goldenen Strahl der Erneuerung in dein Herz zu deiner Seele. Ich übergebe die Funken meines Feuers zu deiner Seele, damit sie für dich diese Funken verteilen mag an alle Stellen, wo es noch nicht in der göttlichen Ordnung für dich von diesem Licht durchdrängt ist. So lasse dich fallen und gebe dich vertrauensvoll diesem Prozess hin. Er geschieht mit der Kraft der Liebe und mit der Kraft meines Lichtes. So fließt die Energie von Struktur zu Struktur, löst das auf, was jetzt gelöst werden darf. Werde dir bewusst deiner Schwächen, da, wo du dich noch nicht getraust, zu dir zu stehen, wo du noch nicht den Mut hast, zuzugeben, dass eine Energie des Mangels dennoch in dir weilt, obwohl du denkst, dass es nicht so ist. Lasse zu, dass meine Energie dich berühren darf, dass dieser goldene Strahl der Liebe, das transformierende Feuer, alles erneuert, dass es dich frei macht von allen alten Strukturen, die dich festhalten lassen an Dingen, die schon lange für dieses Leben hindern, die dich nicht frei sein lassen. Und so fließt die allertiefste Liebe von mir zu dir, die transformierende Kraft. Sie bringt dir Freiheit, sie bringt dir das Neue, die Fülle des Universums, die Glückseligkeit, die bedingungslose Liebe und all dies in der Unendlichkeit und Vollendung in ihrer Göttlichkeit. Dehne dich aus mit dieser Kraft
Und wenn du magst, dann atme diesen Strahl des Lichtes in dich hinein, sodass du von innen und außen in jedem kleinsten Winkel von dieser Kraft durchleuchtet wirst, dass sich in deinem System, in all deinen Körpern, dieses Licht verbreiten mag, dass es sich ungehindert von Struktur zu Struktur, von Lichtpunkt zu Lichtpunkt durchflutet, dass diese Wellen dich immer mehr erleuchten und du spürst mein Feuer und meine Kraft. Die Energien halten dich und tragen dich. Lasse sie wirken. Vertraue, denn alles ist gut, so wie es ist. So fließt diese Energie zu dir. Es ist der Fluss der göttlichen Ordnung, welcher heute bei dir einzieht, welcher ein Teil von dir ist, schon immer war und immer sein wird. Und so erhöht sich dein Bewusstsein um einen weiteren Strahl der Liebe. Und so weitet sich deine Energie um einen weiteren Funken der Liebe und der Fülle. So habe ich voller Freude für dich gewirkt. Du spürst es in deiner Ausdehnung, denn sie hat sich verändert. So berühre ich dich an deiner Schulter und Ganesha an der anderen Schulter. Spüre unsere Energien. Spüre, wie wir dich im Gleichgewicht halten. Wie du nun in die Balance kommst, in die göttliche Balance, wo alles Liebe ist. So soll es sein, für immer und ewig. Ich habe zu dir gesprochen. An Anasha.